weil mich die Bayern allgemein und die Münchner im Speziellen gelehrt haben, wie man Lokalpatriotismus lebt, habe ich mir für das diesjährige Filmfest München 3 Filme ausgesucht, die in Berlin spielen. Der erste Film ist mit dem schönen Florian David Fitz, und zwar Erich Kästner und Der kleine Dienstag. Und der Film spielt viel in den Hinterhöfen von Berlin, wo ich auch zum Teil aufgewachsen bin, und hat auch eine starke historische Komponente, schön in Schwarz-Weiß. Genau, und es ist sehr irritierend, wie der Florian David Fitz versucht, den Kinderautor Erich Kästner zu spielen, den man eher als ältlichen Onkel kennt. Aber es ist ein Film, der wunderbar anzuschauen ist. Genau, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass Erich Kästner ja eigentlich später Schwierigkeiten hatte mit seinem eigenen Sohn. Der zweite Film ist Die vierte Gewalt und ist mit dem coolen Benno Fürmann, zwar schon auch mit Silberrücken, aber immer noch cool genug für uns alle. Und es geht darum, dass ein selbstständiger Journalist versucht, wieder Fuß zu fassen. Immer sehr schön mit seiner Tochter im Supermarkt zu sehen, dass er sich noch nicht mal mehr die Schokolade für sie leisten kann. Es geht darum, dass er versucht, einen Skandal mit der Gesundheitsministerin aufzudecken. Allerdings grätschen ihm die eigenen Branchenkollegen da ordentlich dazwischen. Und es gibt Spannung und Thrill. Und das Ganze ist in Berlin angelegt. Was eigentlich ziemlich interessant ist, weil viel mit Glasfassaden gearbeitet wird. Es ist mehr oder weniger oft genug über den Dächern von Berlin. Man sieht das Brandenburger Tor, den Berliner Fernsehturm. Und während die kleinen Menschen da unten ihren Alltag immer leben, wird oben in Konferenzräumen über Skandale und Macht und Medien gesprochen. Der dritte Film ist This Summer Feeling, der im Original auf Französisch, wie heißt der? Ce sentiment de l'été. Genau so. Und es geht darum, dass der Schauspieler Anders Danielsen Lee, ein Norweger, spielt den sympathischen Lawrence, der am Anfang der Geschichte seine Freundin, mit der er in Berlin zusammenlebt, verliert, weil die total überraschend halt stirbt. Und der Film handelt dann davon, wie er und die Schwester von seiner Freundin quasi diesen Verlust versuchen, in ihrem Leben zu integrieren und das zu verdauen und zu verarbeiten. Und der Film ist so, dass er in Berlin anfängt, wo sie halt am Anfang gelebt haben, und spielt später auch in Paris und in New York, glaube ich, also auf jeden Fall in einer amerikanischen Stadt. Und es ist so, dass man diese Trauer immer wieder spürt, trotz eines Sommerfeelings in der Großstadt. Es sind Alltagsszenen von jungen Menschen, die abends ausgehen. Interessanterweise hat man das Gefühl, dass von Berlin nach Paris zu New York jede Party immer wilder wird. Genau, kann man sich angucken, wie dann die beiden wieder in den Alltag und ins Leben zurückfinden und mit dem Verlust der jungen Frau leben.